Ciao to all Italian fans! We've prepared for you the new interview with the Italian ski jumping trainers. Our reporter is in Klingenthal and he will give the first question to the coach Jakub Pirotek. Oh, but this is bad picture. Please change the picture. Okay, this is okay now. And now actually we bring you the new interview with Jakub Pirotek, the coach of the Italian team. Ciao Kuba, and what do you think about your training camp in Klingenthal? Buongiorno per tutti, good morning for everybody. I think positive is price. price on the hotel and price jumping hill. I'm satisfied with this 4 days. As jumper works very good and very hard. We have sometimes problem with technique and with balance, and we must work with this small problems, and we will look forward. Till for us is winter, and we will work for this time, for winter time. Okay, thank you, grazie. And now we will ask the next trainer, the trainer of the B team, Walter Cogoli. Are you ready? Ciao Walter! Ciao! But what's happened now? What's happened with Walter? Oh, sorry. Sorry to all of our TV onlookers, but now everything should be okay, so we give the world to our reporter to Klingenthal live. Guten Morgen aus Klingenthal. Ich bin hier mit Bekader Cheftrainer Walter Cogoli. Walter, was denkst du, diese Kurs, Trainingkurs 4 Tage hier in Klingenthal? War gut für dich oder was denkst du? Ah, okay. Guten Morgen. Erste. Ah, ich bin normal zufrieden mit 2. Wir sind hier nur wie 3 Leute. Diese unsere Junge, Federico ist zu Hause, muss Schule machen, lernen ein bisschen. Und ich bin nicht so gut zufrieden mit diese mein Athlet. Wir müssen arbeiten mehr, zu mehr, aber wir sind schwach in weiß nicht, in technisch Problem. Nicht in Flugphase oder diese. Aber für Michael, 18 Jahre, ist gut in Juli, in kleine Chance, aber mit große, hat ein bisschen Problem. Und Davide und Lello muss arbeiten mit Kraftproblem oder auch Gewicht mit Davide. Verbessert Technik, hat gewechselt von Kombination bis Special. Und jetzt gute Stabilität vom Tisch, aber muss laufen oder etwas für Gewicht. Aber ich bin so zufrieden auch für Federico, nicht dabei, aber gute verbessert. Viele Treppe gemacht und nächste Woche wir gehen mal Krani für Alpencup mit Michael und Federico und ich hoffe, erste Punkte kommen in Alpencup. Und Walter, noch eine Frage. Warum ist nie hier dein Cheftrainer Skisprung, Roberto Ciuccon? Ja, schade. Mein Cheftrainer ist nicht dabei. Ich habe gehört, Urlaub in Kroatien, aber er braucht ruhig, ganze Winter gemacht, hart Arbeit und jetzt er braucht eine Woche ruhig und dann wir machen nächste Kur in Liberec. Okay, saluti Roberto! Ciao! Bella vita Porec, bella ciao. Vita! Jamaica, 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 Jamaica. But I'm Ecuador from San Geronimo. I moved in 95 straight to Chico.